Ja, hallo und herzlich willkommen zu weiteren Folgen Bard's Tale. Ihr wollt, dass ich die Geschichte weitererzähle? Also, wo waren wir noch? Oh ja. Ja, wir wollen es, dass die Geschichte weitererzählt wird. So. Wir waren, glaube ich, in dem Turm. Ich weiß leider gar nicht mehr, wo ich hin muss. Na gut. Sagen wir uns irgendwie durch. Was war das? Speicherpunkt. Und natürlich gleich. Und hier geht's eine Ebene höher. Aber alle übersehen. Ja, genau, die zwei wollte ich eigentlich vermeiden, dass sie kommen, aber. Ich heile. Tu das. Noch ein paar lustige Fallen. Oh, hat gehört, das hat bestimmt wehgetan. Also ich komme bis da hinten nicht hin. Vorlaufen. Wo ist denn mein Krieger hin? Das war jetzt nicht so geplant. Ich muss erstmal das richtige Menü suchen, dass ich hier den Krieger wieder habe. Aber erstmal. Ja, das ist, wenn man dann so eine Zeit lang nicht spielt, dann.
Es ist manchmal... Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Ich. Blöder Krieger, das muss nach vorne gehen. Nun gut, also haben wir hier auch alles erkundet. Dann können wir auch hochgehen. Bis die Heilerin heilt. Entschuldigung. Ah. So schnell konnte ich mich gerade nicht muten. Weiß ja nicht, jetzt haben wir hier direkt hintereinander zwei Stück, also. Wir sind mittlerweile Ebene 3. Das ist hier Rollenspiel. Rumlaufen und kämpfen. Nehmt das! Das sah ziemlich schmerzhaft aus. Ja, sah es auch. Samenhülsen einsammeln, damit nichts kommt. Ich nicht schießen? Jetzt kann ich wieder schießen. Also manchmal buggt das Spiel leicht. Bin ich gut oder was? Und das ist ein komischer Kommentar gerade. Ich bin hier hinterrücks angegriffen gerade.
meine Kollegen, die rennen dauernd in die Falle rein. Die sind schon dreiviertel tot. Okay, das war der Krieger. Ich stehe euch bei. Wie der gerade auch immer gestorben ist, aber für mich war es gut. Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Ich will einfach nur die Gruppe beschützen. Gab's keine Samenhüte. Okay. Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Also manchmal echt. Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Wer braucht meine Hilfe? Ach, weiter im Textlauf. Was eben mein Hund oder was? Oh Mann. Da. Ach, der lebt noch. Der hat meinen Krieger zerstört. Bereit für den Kampf. Nehmt das! Als Gattin stehen kann ich mehr laufen. Ja, der Krieger ist gleich tot. Sag ich doch. Drum hilft mir. Interessant. Bereit für den Kampf. Oh Mann. Die KI ist nicht unbedingt sehr intelligent. Durch die Falle musste ich irgendwie durch. Diese komische Pflanzenvieh tot. Thank you.
So, meine Heilerin ist weg. Wir kämpfen uns so durch. Okay. An die Spitze des Turms. Wie versprochen, erwartete Hearn den Barden oben auf dem Turm. Bevor der Barde die Flamme des Turms löschen konnte, musste er jedoch erst das Leben des Wächters auslöschen. Ihr mögt es bis hierhin geschafft haben, aber jetzt endet eure Reise. Macht euch bereit zu sterben. Sterben? Ich hab noch zu viel, für das es sich zu leben lohnt. Aber ein altes Unkraut wie ihr versteht sowas sicher nicht. Ich glaube, ich sollte hier mal kräftig jäten. Wiege, machst du auch noch was? Ach ja. Zermalmen. Autsch. Warum kann ich nicht beschwören? Wer braucht meine Hilfe? Ja, jetzt habe ich definitiv ein Problem. Zermalmen! Zermalmen! Bereit für den Kampf! Nee, geht doch. Ich werde euch verzaubern. Ja, dann tu's und so auch. Und endet sag die Geschichte nur des Baden. Dumme Sprüche. Ich werde euch verzaubern. Im nächsten Moment bin ich tot. Wer braucht meine Hilfe? Wie versprochen. Ihr mögt... Langweilig. Macht schneller. Ja. Wir müssen hier rangehen, dann geht auch der... Angst näher ran. Wie kommst du her? Die Ranken würgen. Der Tod erwartet euch bereits. Zermalmen! Die Heilerin heilt dich, macht sie nicht.
Bitte? Die Ranken würgen. Wer braucht meine Hilfe? Der Krieger. Euer Lock? Hä? Also. Epic Fail. Ich werde euch verzaubern. Zermalmen. Warum kann ich jetzt wieder nichts machen? Also, so manchmal ist das komisch. Ich meine... Laute nicht einsetzen kann. Hier nichts einsetzen. Ich kann so lange nichts einsetzen, bis wieder ein Fluch ist, oder was? Zeit für meinen Lohn. Und das ist so ein Schwachsinn. Zeit für meinen Lohn. Und jetzt steht er da in der Ecke rum und macht nichts. Also. Kann ich mich wieder gar nicht bewegen? Wer braucht meine Hilfe? Zermalmen! Ich möchte hier weg? Nee, kann ich nicht. Ich stehe euch bei. Die Ranken würgen. Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Wir müssen uns erstmal erholen gerade. Das hat bestimmt wehgetan. Ich werde euch verzaubern. Ich werde eurem Irrsinn hier ein Ende setzen, Barde. Wieder ist sie tot, also die ist ständig am Sterben. Und ohne die bin ich aufgeschmissen. Ich werde euch verzaubern. Ist gleich bald wieder tot, ohne Garantie. Warum schießt er nicht?
Er lädt den Pfeil nach, aber er schießt nicht. Ich werde euch verzaubern. Ich heile. So weiter, so macht das Game. Ein Putt draus. Ups. Und. Das jetzt schon wieder. Hi. Wieder gerissen. So. Also manchmal ist es echt lustig. Ah, jetzt wirklich hier, Schatz. Also. Die Ranken würden. Zermalmen. Gerade lustig. Ich hab gerade keine Chance. Wer braucht meine Hilfe? Was zu tun, wahrscheinlich meine Heilerin stirbt. Die Ranken. Und aber auch nicht von der Front weg. Also die bleibt da mitten in der Front stehen. Zermalmen. Oh, das war das schon. Ich wusste, dass ihr mich nicht im Stich lassen würdet. Ich wette, das hättet ihr auch jedem anderen Kerl gesagt, wenn es einer so weit geschafft hätte. Im Vergleich zu euch waren die anderen viel zu aufgeblasen. Mir schien es, als wären die meisten eher zu aufgespießt gewesen. Und doch habt ihr den Weg nach oben überlebt. Ja, aber dem Gärtner würde ich gern mal die Meinung sagen. Bleibt tapfer, mein Liebster. Ihr müsst jetzt zum zweiten Turm gehen, den ihr nach einer gefährlichen Reise durch die Berge erreichen könnt. Ich vermute, ihr habt nicht zufällig eine Karte der Gegend. Wenn ich nur eine hätte. Ihr werdet nach Kirkwall zurückkehren und mit Bov sprechen müssen. Sagt euch der Begriff Teufelskreis etwas? Er wartet auf euch und wird euch durch die Berge führen. Oh Gott. Um in den Bergturm zu gelangen, braucht ihr ein anderes Instrument. Bov weiß, wo es sich befindet und kann euch unterwegs helfen, es zu bekommen. Nehmt Hearns Geisterstein mit. Seine Kräfte ergänzen jetzt eure eigenen. Ihr solltet besser verdammt reich sein. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich besitze mehr, als ihr in eurem ganzen Leben ausgeben könnt, mein Liebster. Aber ihr müsst euch beeilen. Die nächste Fackel muss bald ausgemacht werden. Apropos ausmachen. Würde es euch etwas... Beeilt euch, mein Held! Jo. Ich hasse es, wenn sie das macht. Der Barde hatte keine Zeit, sich auszuruhen. Dennoch waren die Gefahren des Turms nicht überwunden.
stimmt. Gut. Nein. Ich habe schon gedacht, ich muss da nicht mehr durchlaufen, aber so wie es aussieht. Ist auch alles Magier. In der Zwischenzeit sollte sich ein Fehler, den der Barde in Kirkwall begangen hatte, bitterlich rächen. Verfluchter Barde! Nur seinetwegen bin ich hier draußen, mitten in der Nacht. Verdammter Regen! Okay. Bin ich jetzt ein Nazgul oder was? Autsch. Ich möchte eigentlich nur zum Speicherpunkt. Und dann sagen, sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.